In den nächsten 4 Monaten bis zum 26. Juni müssen mindestens 175.000 Unterschriften gesammelt werden, damit das Volksbegehren Deutsche Wohnen und Co. enteignen im September gleichzeitig mit der Bundestagswahl im September abgestimmt werden kann. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt Ralf Hofrogge dazu befragen kann. Er ist der Sprecher der Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen und Historiker mit Forschungsschwerpunkt Geschichte der Arbeiterbewegung. Hallo Ralf. Hallo, schön, dass ich dabei bin. Ja, ich freue mich auch. Wir können ja davon ausgehen, dass Rosa Luxemburg fleißig mit dabei wäre beim Unterschriftensammeln für die Enteignung. Aber wie reagieren denn die Berlinerinnen auf den Vorschlag, Immobilienunternehmen zu enteignen? Im früheren West-Berlin hätte man damit sofort den eingefleischten Antikommunismus mobilisiert. Wie ist das heute im vereinten Berlin? Gibt es auch noch. Beim Sammelstart hat mich auch ein Rentner angesprochen, enteignen, und dann endet es wie drüben. Aber ich glaube, es wird zunehmend weniger. Weil die Leute halt sehen, dass wir was anderes vorhaben als das, was im Staatssozialismus gemacht worden ist, ohne dass man das Wohnungswesen da komplett schlecht reden sollte. Da ist ja auch einiges geleistet worden, was dann privatisiert wurde und was man nie hätte machen sollen, meiner Meinung nach. Das ist Teil der Misere. Aber die Tradition von Vergesellschaftung, in die wir uns auch stellen, ist halt eine Tradition von demokratischer Reform und nicht von Staatssozialismus von oben, wo die Leute nicht gefragt werden. Denn sonst müssten wir auch nicht auf die Straßen rauf und runter rennen und halb Berlin aufscheuchen. Denn das Ganze kann nur gelingen, wenn es wirklich demokratische Mehrheiten dafür gibt. Ja, es geht ja auch, wenn ich das richtig verstehe, gar nicht in der Kampagne um Enteignung. Denn dazu müsste man sich ja auf den Artikel 14 des Grundgesetzes beziehen, der regelmäßig genutzt wird, was kaum jemand weiß, um beispielsweise Grundstücke für Autobahnbau oder für Kohleabbau zu enteignen. Das Volksbegehren beruft sich aber auf den Artikel 15 des Grundgesetzes. Der ist sehr kurz, ich zitiere den hier. Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Dieser Artikel ist noch nie angewandt worden, ist also auch juristisches Neuland. Wieso hat sich die Kampagne dazu entschieden, sich darauf zu berufen? Ja, weil der Artikel eigentlich genau beschreibt, was wir wollen. Vergesellschaftung ist ja nicht nur ein juristischer Begriff, der gegenüber Enteignung andere Nuance hat oder so, sondern es ist ein politischer Begriff, dass man was privat ist, in die Gesellschaft zurückholt, um es eben als Gemeingut zu bewirtschaften. Und da Wohnen halt die soziale Frage unserer Zeit ist und das drängendste Problem unserer Stadt Berlin, denken wir, dass Wohnraum halt Gemeingut sein sollte, und zwar nicht, indem das alle Berliner in eine WG ziehen, also kein Bedarf, aber dass die Wohnungsversorgung insgesamt nicht dem Markt überlassen werden sollte und insbesondere nicht, was in den letzten 10 Jahren passiert ist, dass mit Wohnraum an der Börse spekuliert wird und dass mit Wohnraum gewettet wird. Für die einen ist Rendite, für die anderen ist es Obdachlosigkeit, und das kann halt nicht sein. Deswegen ist das einzig Demokratische, was man mit Wohnraum machen kann, eben, dass man gemeinschaftlich und gemeinwirtschaftlich darüber entscheidet, was damit passiert und wie das Wohnen der Zukunft aussehen soll in Berlin. Und dazu muss man es eben zurückholen in öffentliches Eigentum, und das ist Vergesellschaftung. Und natürlich die negative Seite von Vergesellschaftung ist, dass jemand was verliert, also die börsennotierten Konzerne verlieren dann halt schon auch ihr Eigentum. Das verschweigen wir auch nicht. Und der Slogan Enteignung, der ja im Titel ist, nur im Titel von dem Volksbegehren, der soll dann trotzdem auf die kämpferische Note hinweisen? Oder soll der mobilisierend wirken? Oder das? Ja, der Name unserer Initiative ist ein bisschen älter als das Volksbegehren. Okay. Das ist der Witz. Also wir heißen Deutsche Wohnen enteignen, weil wir entstanden sind aus Mieterinnenprotesten, unter anderem gegen die Deutsche Wohnen, wo die Mieterinnen sich zusammengeschlossen haben und dann kurzgeschlossen haben mit anderen Leuten, die stadtpolitischen Aktivismus gemacht haben. Und aus dem kreativen Chaos kam halt die Forderung nach, den Laden muss man einfach nur noch enteignen, die Deutsche Wohnen. Dann haben wir uns mit Leuten zusammengetan, die bei anderen Konzernen wohnen, die waren ähnlich genervt. Bei Akelius oder Ado ist es nicht besser bewirtschaftet und es geht nicht sozial dazu. Und deswegen
ist diese Forderung nach Enteignung, steht da und erst danach haben wir geguckt, wie kann man die eigentlich umsetzen? Was muss man denn da machen? Welche? Da haben wir die Verfassung von Berlin gelesen, haben wir das Grundgesetz gelesen und uns erstmal schlau gemacht in einem langen Prozess. In der Berliner Verfassung steht zwar auch, das Staatsziel ist Recht auf Wohnen, aber Staatsziele haben wir dann gelernt, als wir unsere Anwälte und Experten gefragt haben, Staatsziele sind unverbindlich. Also Sie können in Berlin jetzt nicht vor Gericht gehen und sagen, hier, da steht ja Recht auf Wohnen drin, ich klage jetzt, ich will eine Wohnung haben. Mit Balkon funktioniert nicht. Und dementsprechend sind wir dann auf den Artikel 15 gestoßen, wo klipp und klar das drin steht, was wir uns auch politisch vorstellen, dass Wohnraum keine Ware ist, sondern ein öffentliches Gemeingut. Und der Artikel 15 verlangt halt eben sogar, dass man den Fokus ausweitet und nicht nur ein Unternehmen enteignet, sondern eine richtige Bodenreform macht, weil dazu ist er eigentlich gedacht für ganze Industrien oder eben Bodenreform, also Naturschätze und Produktionsfaktoren. Interessant. Und wenn das ein Volksbegehren gewinnt, was würde denn dann mit den Immobilienunternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen passieren? Ja, also erstmal muss natürlich das Abgeordnetenhaus noch ein Gesetz dazu machen. Wir machen einen politischen Vorschlag, aber wir sind ein Beschlussvolksbegehren. Wir haben uns recht bewusst früh entschieden, dass wir nicht ein Gesetz schon jetzt 2018 nicht schon schnell ein Gesetz schreiben, weil das eben juristisches Neuland war und weil wir nicht McKinsey sind. Und Volksdemokratie in Berlin funktioniert nicht so, dass man einfach sagt, ah ja, und dann wird das schnell umgesetzt, sondern da gibt es ordentlich viele Hürden. Also ich bin Vertrauensperson, eine von den 5 Leuten, die das immer gegenüber den Personen, den Behörden vertreten muss. Und da ist teilweise, wird man mit absurdem Zeug überhaupt. Sind wir nun eine Personenvereinigung, eine Personenmehrheit oder ein Verein als Initiative? Nein, wir sind eine basisdemokratische Initiative. Das muss man erstmal in 15 Mails durchsetzen gegenüber so einem Innenverwaltungstypen. Und dann wird man ein Jahr lang juristisch geprüft, weil den Leuten das nicht passt, bis sie dann zähneknirschend zugeben müssen, ja, irgendwie steht ja im Grundgesetz, dass man vergesellschaften kann, was man auch hätte vorher wissen müssen. Und aufgrund so erwartbarer Schikanen haben wir halt nicht gleich ein Gesetz geschrieben, weil wenn da ein Komma fehlt und dann gilt das nicht, sondern haben gesagt, wir machen einen Beschlussvolksentscheid und er fordert auf, dass ein Gesetz, fordert den Senat zur Erarbeitung eines Gesetzes auf. Und dann nutzen wir die Zeit, um in der Zeit die juristischen Schwierigkeiten zu klären. Und genau in die Zeit haben wir jetzt, dass wir ein Vergesellschaftungsgesetz, wir werden auch eins machen, wir werden es in die öffentliche Debatte geben. Und aber es wird eben das Abgeordnetenhaus am Ende beschließen müssen und der Volksentscheid ist das Druckmittel dazu, um den politischen Willen zu zeigen. Das ist ja sozusagen, es wird ja dann noch komplizierter, wenn man nicht nur an die Immobilienunternehmen denkt, sondern was, wenn man an die Wohnungen und an die Menschen denkt. Denn also wir gehen jetzt mal davon aus, dass Volksbegehren gewinnt und was passiert dann mit den Wohnungen? Denn Vergesellschaftung heißt ja eben nicht, dass sie dem Staat oder irgendeinem Privatunternehmen zugeschlagen werden, sondern dem Gemeinwohl, also eigentlich den Menschen. Aber in welcher Form? Also welche Formen könnte das annehmen? Ja, das ist lustig, weil es gibt im Grundgesetz stehen Gemeinwirtschaft und Gemeingut tatsächlich drin. Man sollte also meinen, in über 70 Jahren irgendwer mal dafür eine Rechtsform auch ins Handelsgesetzbuch oder ins bürgerliche Gesetzbuch irgendwie reingeschrieben hätte. Aber die gibt es schlicht nicht. Es gibt eingetragene Vereine, aber es gibt kein eigentragendes Gemeingut. Und auch bei der Gemeinwirtschaft hat eher ein Abbau stattgefunden. Also Genossenschaften hatten früher so einen Status Wohnungsgemeinnützigkeit, dass die Non-Profit-Wohnungsunternehmen sind. Aber das wurde 1990 einfach ersatzlos gestrichen. Und dementsprechend haben wir uns entschieden, wir müssen eine neue Rechtsform erfinden. Und das Beste, was es gibt, ist die Anstalt öffentlichen Rechts, weil das ist so ein Proxy im Grunde. Das ist, da kann man ein eigenes Gesetz machen und bestimmt dann, was diese Anstalt für Aufgaben hat und was für Dinge sie tun soll und was sie nicht tun soll. Also Beispiele dafür sind die Berliner Verkehrsbetriebe, die BVG, aber auch der RBB, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, hat so einen Status. Das sind natürlich ganz verschiedene Sachen, aber was die gemein haben, sie haben keine Eigentümer, nur Nutzer. Das heißt, es gehört wirklich allen im Land Berlin. Und es gibt immer irgendein Gremium, was sozusagen politischen Auftrag der Daseinsfürsorge betreibt, sowohl beim öffentlichen rechtlichen Rundfunk als auch bei der BVG. Die sollen nicht einfach nur Geld machen, Geld verdienen, sondern die sollen was liefern, was allen gleichzeitig zugutekommt. So eine Anstalt wollen wir schaffen. Da sollen die ganzen Wohnungen rein. Und dann wollen wir diese Anstalt aber so machen, dass sie eben nicht von oben nach unten durchregiert wird vom Senat, sondern dass möglichst viel Mieterinnendemokratie da reinkommt.
Und dass es sogar eine Mieterinnenmehrheit gibt im Verwaltungsrat von dieser Anstalt. Aber nicht nur von den Leuten, die zufällig jetzt im Deutsche Wohnenhaus wohnen und die haben dann, haben wir den Schnitt und wir sind jetzt vergesellschaftet und die anderen können sehen, wo sie bleiben, sondern dass es tatsächlich sowas wie allgemeine Wahlen gibt, wo auch die Leute, die nicht in diesen Häusern wohnen, mitbestimmen können, über die Mietenpolitik, weil unser Ziel ist ja, dass eine Anstalt mit 200.000 Wohnungen mit leistbaren Mieten auch insgesamt preisdämpfend wirkt. Das heißt, auch wer nicht in der Anstalt lebt, profitiert von der Anstalt. Wow, ja. Ich frage dich jetzt noch mal eher als Historiker, Ralf. Wie ist denn dieser Artikel 15 überhaupt ins Grundgesetz gelangt? Ja, das ist quasi eine Berliner Erfindung, weil im Berliner Abgeordnetenhaus tagte 1918 inmitten in der Novemberrevolution ein Kongress. Damals war es noch nicht das Berliner Abgeordnetenhaus, sondern der Preußische Landtag. Hier gibt es ein schickes Foto, wie die Menschenmassen das Gebäude belagern. Das sind die stenografischen Berichte des Allgemeinen Kongress der Arbeiter- und Soldatenräte Deutschlands. Also in der Novemberrevolution tagte da sozusagen das allererste demokratische Vorparlament, was am Ende überlegt hat, wie sieht unsere neue Republik aus. Die Versammlung ist von Linken eher in Diskret. Steht eher Misskredit, weil sie haben keine Räterepublik beschlossen, sondern sie haben beschlossen, dass ein Parlament, eine parlamentarische Republik errichtet wird. Rosa Luxemburg durfte nicht mitstimmen. Vielleicht wäre es dann anders ausgegangen, weil in Berlin die Räteregeln sehr streng ausgelegt wurden, dass nur wer in der Produktion beschäftigt war, durfte auch in die Räte gewählt werden. In anderen Ländern war das anders. Da haben zig Parteifunktionäre, Redakteure und ähnliche Intellektuelle wurden ganz selbstverständlich als Arbeiterräte gewählt. Berlin hat man es wörtlich genommen. Und die Versammlung hat halt beschlossen, der Kongress der Arbeiter- und Soldatenräte, ich lese es ab, beauftragt die Regierung mit der Sozialisierung aller hierzu reifen Industrien, insbesondere des Bergbaus, unverzüglich zu beginnen. Das haben zwei sozialdemokratische Parteien beschlossen, die USPD, die unabhängige SPD und die SPD. Umgesetzt wurde es nie, weil die USPD, der eher linke Flügel, dann am Ende die Regierung boykottiert hat, nicht in den Zentralrat gegangen ist, der das Ganze hätte überwachen sollen. Und dann ist es liegen geblieben. Aber sowohl in der Weimarer Verfassung als auch im Grundgesetz findet sich jeweils ein Gesetzesartikel, der sagt, Vergesellschaftung ist möglich. Dabei sind wir immerhin nicht mehr bei dem Beschluss, es muss sofort gemacht werden. Aber Weimarer Verfassung 1919, Grundgesetz 1949 sagen, es ist möglich, wenn die Mehrheit das will, ein Gesetz dazu gemacht wird, kann man vergesellschaften. Und jetzt zum ersten Mal die Möglichkeit, diesen Paragraphen anzuwenden, wirklich im Sinne von Rosa Luxemburg Neuland. Also sehr interessant und herausfordernd, denke ich. Ja, auf jeden Fall. Die Proteste gegen hohe Mieten und Verdrängungen haben die organisierten Nachbarschaften, Kieze, Hausgemeinschaften in Berlin haben ja schon viel erreicht. Das hast du ja auch schon selber gesagt. In Berlin gibt es den Mietendeckel. Warum brauchen wir jetzt auch noch diese Kampagne? Naja, der Mietendeckel hält 5 Jahre lang. Die SPD-Spitzenkandidatin Frau Dr. Giffey oder nicht mehr Doktor, ich weiß es gar nicht, hat gesagt, sie will ihn auf keinen Fall verlängern. Das ist das Wahlkampfversprechen der heutigen Sozialdemokratie. Vor 100 Jahren sah das anders aus. Aber wenn das Wahlversprechen ist, dass jetzt kriegt ihr 5 Jahre einen Deckel und dann war es das, dann ist das halt ein bisschen wenig. Und wir haben das ja von Anfang an vermutet, also beziehungsweise der Deckel war ja von Anfang an gesagt, 5 Jahre und dann war es das. Und Vergesellschaftung ist was, das hält ein Leben lang und länger. Wir beziehen uns ja auch aufs Rote Wien, wo auch öffentliches Eigentum geschaffen wurde ab 1919, 1920, da mit einer anderen Methode. Da hat man den Wohnungsmarkt sehr stark reguliert, dann sind die Preise gefallen, dann hat die Stadt gekauft statt vergesellschaftet und so haben sie halt über die Hälfte der Wohnungen in ihren Besitz gekriegt. So oder so, die Wohnungen sind in öffentlichen Besitz gekommen 1920 und 2020, 2021, 2023 kann man da immer noch wohnen. Wir planen dasselbe. Also wir planen ein Generationenprojekt. Wir wollen nicht, dass das jetzt für 5 Jahre gut ist. Wir wollen auch nicht 20 Jahre Sozialbindung wie im alten sozialen Wohnungsbau. Wir wollen das ein für alle Mal lösen, dass auch noch in 100 Jahren hier leistbare Mieten sind. Punkt. Ja, ein historisches Projekt, ein aktuelles Projekt. Also fleißig sammeln und überzeugen. Danke, du hast viele, viele Argumente und Hintergründe nochmal dafür geliefert. Ich möchte dir jetzt noch einen Brief von Rosa Luxemburg vorlesen, von 1898. Ein Brief an Leo Jogiches, wo sie ihm schreibt:
Also an dich als Historiker, lese ich den vor. Mein teuerstes. Den ganzen Tag gestern und heute bin ich mit meinem Cousinchen nach einer Wohnung herumgerannt. Du hast keine Ahnung, was das heißt, in Berlin eine Wohnung zu suchen. Obwohl ich nur in 3 Stadtteilen suche, in Charlottenburg, im Westen und im Nordwesten. In den anderen ist das Wohnen im Sommer unerträglich. Aber das sind derartige Entfernungen, dass für ein paar Straßen Stunden draufgehen. Umso mehr, als man Haus für Haus die Stockwerke hochrennen muss, nach dem Anschlag an der Haustür zumeist vergeblich. Die Zimmer sind allgemein überall schrecklich teuer. Selbst hier in Charlottenburg kostet das billigste Zimmer, das überhaupt für mich passen würde, 28 Mark. Von einem getrennten Schlafraum ist natürlich nicht einmal zu träumen. Eine einzige Stelle, wo wir überhaupt auf ein Zimmer mit Schlafzimmer stießen, allerdings großartig möbliert, aber für 80 Mark. Einstweilen habe ich ein Zimmer zu 1 Mark täglich. Kannst du vielleicht irgendwas zu dieser dem Wohnungsmarkt eben vor 130 Jahren sagen? Also ich finde es interessant, wie mal mit Ausnahme der Preise es auch damals so schwierig war, eine Wohnung zu finden. Ja, also der Wohnungsmarkt, es gab damals ja genau diesen ganzen sozialen Wohnungsbau, den wir heute noch ein Stück weit verteidigen, weil er nicht komplett wegprivatisiert ist, gab es ja nicht. Das fing ja alles erst in der Weimarer Republik an, dass man in der Hyperinflation danach, wo die ganzen Hausbesitzer ihre ganzen Schulden los waren, weil sie in der Inflation aufgefressen waren, hat man denen eine Steuer aufgelegt und mit der Steuer, der sogenannten Hauszinssteuer, hat Berlin dann gebaut. Und da war erstmals, dass überhaupt Wohnen, eine soziale Wohnungspolitik überhaupt da war und dass Wohnraum als eine öffentliche Aufgabe begriffen wurde. Und wenn es Wohnraum keine öffentliche Aufgabe ist, sondern halt am privaten Markt die Leute halt bauen, um Geld zu verdienen, dann sieht man die Ergebnisse genauso wie in diesem Brief. Also Luxemburg beschreibt eigentlich das Ergebnis von einer Spekulationswelle in den 1880ern, als Berlin einmal neu aufgebaut wurde, aber eben komplett marktwirtschaftlich und dann kostet das Wohnen halt 28 Mark die Woche ohne Schlafzimmer. Punkt. Also Rosa Luxemburg wäre dabei beim Unterschriftensammeln. Alle anderen hoffentlich auch. Vielen Dank, Ralf.